Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Nerditech Review. Heute mit dem zweiten versprochenen Unboxing slash Kurzfazit zu einem Einsteiger, also einem günstigen Staubsauger bzw. Mopping-Roboter. In diesem Fall kommt das Ganze von der Firma Procynic. Der Name ist ja schon ein paar Mal gefallen in meinem letzten Review zu dem Haier VR oder Haier Robotic. Das Modell, der Karton hier ist, naja, puristisch wie eh und je. Wir haben ein kleines Design-Mockup von der Oberfläche und ansonsten bekommen wir hier, sorry für diesen komischen Kameraausschnitt, nur ein paar Informationen zum Modell, nämlich das ist das Modell CocoSmart 790T. Sieht hier auf der Verpackung wie Rose Gold aus. Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Deswegen zeige ich es euch am besten direkt einmal in all seiner Güte. Da ist das gute Stück. Und ihr seht, naja, er hat zugegebenermaßen bei mir hier oben schon ordentlich gelitten. Hat sich bei mir auf dem Dachboden so mit der ein oder anderen, ja, Ecke, Kante und ähnlichem angelegt. Also ich habe ihn jetzt nicht extra nochmal auf Hochglanz poliert für dieses Review, sondern wollte ihn euch so alltagstauglich wie möglich zeigen. Kommen wir aber, bevor wir die Pros und Cons dieses Einsteigerroboters, der übrigens zu einem Preis von 280 € aktuell zu haben ist bei Amazon, einmal ganz kurz zum Lieferumfang. Wir haben zwei Ersatzbürsten, wo die gleich unten drunter festgemacht werden, zeige ich euch natürlich. Dieser Roboter hat nämlich zum ersten Mal hier, zumindest in meinem Hause, auch zwei. Wir haben wieder eine kombinierte Saug- und Mop-Funktion, das zeige ich euch gleich. Dazu also hier quasi diese Gummilippe, die man separat anbringen kann. Das kann man sich aussuchen, ob man eine Teppichbürste haben möchte, die jetzt gerade drunter ist, oder eben einfach nur diese Gummilippe. Denn dieser Roboter kann mit einem großzügigen, großen Staubtuch, das hier bereits unten drunter befestigt ist und auch schon ein bisschen hier Feinstaub aufgesammelt hat, auch feucht wischen. Ja, dazu könnt ihr das Ganze hier oben einmal mit Wasser befüllen, Anleitung dazu mit Bebilderung liegt bei. Und dann geht das ähnlich wie bei dem iRobot Brava, wer sich erinnern kann, hier unten drunter an ein paar Stellen. Ich mache das Tuch mal ab. So, da könnt ihr das sehen. An diesen vier Stellen hier über das Kapillarprinzip wird das Tuch so ganz leicht Stück für Stück benässt. Funktioniert relativ gut und ist natürlich dementsprechend interessant für Leute mit relativ viel Hartboden, sprich Laminat oder Fliesen. Der wird hier keine hartnäckigsten Flecken beseitigen, das ist hoffentlich klar, aber es ist trotzdem ganz nice to have. Ein Ersatztuch liegt dabei, sieht man daran, dass es noch sauber ist, und logischerweise auch eine Charging Station, also eine Ladestation, die relativ groß geraten ist, relativ schnell verstaubt und wieder mit dem etwas zuverlässigeren, gewohnten Undock-Kontakt hier unten, der vor allem auch relativ weit von dieser Wand hier weg ist, ausgestattet ist. Das heißt, er fährt hier einmal so drauf, pötsch, und dann sagt er hier oben, Start Charging. Entschuldigung. So viel zu der Ladestation. Das Kabel hier ist abnehmbar. Dementsprechend finden wir genau diesen Anschluss auch am Roboter selber. Aber ganz ehrlich, da auch dieser Roboter über App-Support und eine Zeitplanfunktion verfügt, werden, glaube ich, die wenigsten ihn hier direkt am Kabel anschließen. Denn wie gesagt, auf diese Station hier fährt er von alleine zurück, wenn nötig. Dementsprechend schauen wir uns jetzt einmal den Roboter von oben an. Und hier oben sehen wir direkt den Anknopf, wenn wir da einmal kurz drauf drücken. System rebooting. Fährt er leider sofort los, wenn ich mich recht entsinne. Nee, doch nicht. Ah, das trifft sich gut. Also manchmal so, manchmal so. Deswegen versuche ich es jetzt mal einmal so in die Kamera zu halten. Ihr seht Charging, Clean, Scheduling und Edge Clean mit den jeweiligen Symbolen. Charging heißt logischerweise, fahr jetzt sofort zurück zu deiner Ladestation. Clean heißt, beginn einfach einen automatischen Reinigungszyklus, also das Komplettprogramm sozusagen. Scheduling heißt einfach nur, ihr könnt einen Zeitplan einstellen. Eine Fernbedienung ist mitgeliefert, die ich jetzt hier gerade gar nicht zur Hand habe, aber macht nichts, die zeige ich euch gleich noch einmal. Und Edge Clean ist wieder der altbekannte Kantenreinigungsmodus.
Wo ist jetzt bei diesem Gerät hier, ihr seht hier hinten irgendwie keinen Knopf oder ähnliches, wo ist also der Staubbehälter? Der ist ausnahmsweise hier unter der Haube, versteckt im wahrsten Sinne des Wortes, kommt auch sofort ganz praktisch hier mit einem Reinigungspinsel, fand ich vom Design her ehrlich gesagt mal ganz nett, kann man so rausnehmen. Der Behälter ist relativ groß, also verhältnismäßig, kann natürlich noch lange wieder mal nicht mit dem Roomba mithalten, hat aber immerhin 550 Milliliter Volumen im Vergleich zu zum Beispiel den 350 von dem Haier Roboter. Und hier vorne vor seht ihr schon wieder das Wichtigste überhaupt, bevor die Luft wieder rausgeht, bekommen wir einen HEPA-Filter. Das heißt, hier unten, Moment, da kommt die Luft wieder raus, die da unten eingesaugt wurde. Hier kommt der ganze Dreck rein, seht ihr auch schon, relativ erfolgreich. Und hier über den Deckel lässt sich das Ganze reinigen. Zwei Filter sind angebracht. Ganz schnell den Deckel wieder drauf. Reinigungsleistung zeige ich euch gleich am Ende, wenn ich meine Pro- und Kontraliste durchgehe. Dann läuft wieder im Hintergrund unser Härtetest, den ich ja mit allen drei Robotern einmal durchgezogen habe. Vorher schauen wir uns das Ganze aber einmal von unten an. Ganz kurz hier nochmal zur Seite. Auch dieser Roboter hat einen Anschalter, den der Roomba ja nicht besitzt. Keine Kamera, so wie der Haier, aber vorne das übliche Set an Ultraschall- und Infrarotsensoren in Hochglanz. Und naja, funktioniert relativ zuverlässig, aber kommen wir erstmal zum spannenden Teil, nämlich zu der Unterkante. So sieht er aus. Ihr seht hier schon zwei große Löcher. Da passt wie immer, wenn ihr nur Hartboden besitzt und keine Teppiche, könnt ihr das Ganze dran lassen. Unser Mop-Pad hier so drauf. Steht also hinten am Hinterteil, wie man hier so sieht, ein bisschen über. Ist aber kein Drama, dafür ist ja hier noch dieser Wasserbehälter drin. Und wie gesagt, man kann es, wenn man möchte, gerne dran lassen. Hier sehen wir einmal die ganz normalen Rollen. Rechts und links ist auch beschriftet. Ne? Groß L, Groß R. Hier ist jetzt dieses Bürstmodul und das kann man, wie gesagt, relativ leicht rausnehmen. Dementsprechend auch reinigen, aber viel, viel wichtiger eben austauschen mit diesem Gumminüpsel hier. Ne? Wenn ihr da einfach keine Bürste haben wollt, sondern sagt, wer weiß, wie feucht das Ganze hier wird oder ich habe schon einmal das Tuch unten drunter vorgefeuchtet, weil mir diese Kapillarwirkung nicht so ganz reicht, dann ist das überhaupt kein Problem. Zack, macht ihr hier das zweite Modul rein und habt hier eine kleine Gummilippe, die also Restfeuchtigkeit aufnehmen kann. Währenddessen gucken wir uns einmal hier kurz dieses Bürstenmodul an. Sieht ja an sich so ganz nett aus. Hat hier eine so eine Gummilippe mit drin und dann abwechselnd Gummilippe und normale, relativ weiche Haarbürste. Auch hier seht ihr schon so ein bisschen in der Spiegelung, können sich sehr schnell mal ein paar Haare drin verfangen. Auch da wieder ein Shoutout an meinen schönen Roomba mit seinen wartungsfreien, also meines Erachtens nach zumindest relativ wartungsarmen Gummibürsten oder Gummiwalzen, die ich jetzt glaube ich innerhalb von einem Jahr vielleicht zwei oder dreimal gereinigt habe. Man kann nicht alles haben, dafür aber wie gesagt zwei Seitenbürsten, die hier nur drauf gesteckt sind. Da weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich kriege sie jetzt nicht so mal eben wieder ab, also das spricht ja eher dafür, dass sie relativ gut halten. Aber trotzdem ein kleines Schräubchen hier und da wäre ganz nett gewesen. Was ich erwähnen sollte, und das ist mir auch bei dem Haier schon aufgefallen, das ist halt bei größeren Hindernissen nicht immer so praktisch. Die haben hier keinen eingebauten Sensor drin. Beim Roomba sieht man das ganz schön, wenn die mal irgendwo gegenfahren. Wenn der Roomba eine Ecke auf sich nimmt oder ein Regal und realisiert, oh, wenn ich jetzt hier weiter drehe mit diesen Motoren hier, dann beschädige ich eventuell vollkommen unnötig die Seitenborsten und dann stoppt er diese einfach, bis er aus der Situation wieder raus ist. Genau dieses Verhalten konnte ich hier beim ProCynic leider nicht feststellen. Ansonsten kommt er aber mit den üblichen Sensoren auch hier hinten beim Rückwärtsfahren natürlich die Absturzsensoren, die auch nicht von dem Feuchtigkeitspad hier irgendwie ja, bedeckt werden oder ähnliches. Also die Sensorik ist soweit relativ zuverlässig und funktioniert auch ganz gut. Ansonsten haben wir hier noch das kleine Rädchen, das zum Steuern da ist und natürlich die beiden Ladekontakte. Soweit war es das schon vom ersten Eindruck und deswegen gehe ich jetzt mal mein Testfazit nach ungefähr 2-3 Wochen durch, während ihr euch das optische Ergebnis hier im Hintergrund bei unserem Härtetest ansehen könnt.
Also, was gibt es zu dem Procynic so zu sagen, was man wissen sollte, bevor man ihn kauft? Erstens, die positiven Dinge. Natürlich ist ein App-Support dabei. Wie gesagt, die App, ich blende hier mal wieder ein paar Screenshots ein, ist relativ puristisch, ist außerdem im Vergleich zum gesamten Hire-Sortiment, naja, ehrlich gesagt etwas fragwürdig, was die Übersetzung angeht. Also Deutsch, ja, aber dafür sehr, sehr fehlerbehaftet. Die Zeitplanfunktion über Wi-Fi und so weiter ist vorhanden und funktioniert auch relativ gut. Er ist außerdem deutlich leiser, ne, mit gerade mal so um die 60 Dezibel. Das hört man auch, wenn man die beiden nebeneinander vergleicht. Auch im direkten Vergleich zum Roomba merkt man da ganz klipp und klar oder ganz eindeutig einen spürbaren Unterschied. Der Roboter hat Sprachfeedback, das habt ihr gerade schon gemerkt bei dem Start Charging oder beziehungsweise Rebooting. Zwar alles auf Englisch, aber immerhin, er oder sie besser gesagt, redet mit uns. Leider erklärt sie uns nicht und das tut auch die App nicht, wenn hier oben eine Fehlermeldung angezeigt wird auf dem Display. Da steht dann einfach nur E12 oder E13 oder ähnliches, wozu ihr dann die letzte Seite der mitgelieferten Bedienungsanleitung in noch viel schlechterem Deutsch zu Rate ziehen müsst. Das ist leider so, aber jetzt für mich auch kein Riesendrama. Zwei Seitenbürsten hat er und natürlich die Mopping-Funktion, das habe ich jetzt ausführlich erklärt, finde ich aber trotzdem sehr erwähnenswert. Der Lieferumfang bei dem Preis auch wieder ein Ersatz-Mikrofasertuch und die Ersatz-Seitenbürsten und so weiter. Leider kein Ersatz-HEPA-Filter dabei, aber trotz allem ausreichend, würde ich sagen. Dass er zwei Modi hat und dafür auch zwei Sensoren, nämlich den Infrarot- und den Ultraschallsensor, merkt man im direkten Umgang mit Kanten. Er hält wesentlich häufiger, wesentlich eher mehr Abstand, auch bei dunklen Gegenständen. Da haben ja die normalen Roboter meistens irgendwie Probleme mit, aber er stellt sich da gar nicht so dumm an. Und die Reinigung ist relativ leicht, also die Reinigung des Roboters selber, nicht seine Reinigungsleistung. Die Bürsten im Lieferumfang und so weiter, haben wir ja gerade gesehen, sind ja oben in der Klappe mit drin, um also die Teppichbürste zum Beispiel sauber zu machen und von Haaren zu befreien. Und vor allen Dingen auch um den Staubbehälter, den man sicherlich häufiger sauber machen muss als bei den größeren Geräten, kriegt man relativ leicht raus. Fernbedienung gehört außerdem zum Lieferumfang, das haben wir ja beim letzten Roboter gelernt, ist auch keine Selbstverständlichkeit. So, was ist eigentlich Geschmackssache und dementsprechend nicht wirklich erwähnenswert? Das wäre einmal Design und Verarbeitung. Das ist nun mal wirklich jedem selbst überlassen, ob einem dieses Gold jetzt so zusagt. Und die Verarbeitung lässt jetzt für den Preis auch keine Wünsche offen, ist aber auch nicht absolut herausragend. Kommen wir aber nun zu guter Letzt noch zu den negativen Aspekten. Wir haben die Seitenbürsten, hatte ich ja gesagt, die in meinen Augen festgeschraubt sein sollten. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass die abgegangen sind, aber dadurch, dass eben diese Sensorik fehlt, weiß ich nicht, wie lange die das Ganze so unbeschadet überstehen, wenn die permanent zugegebenermaßen mit deutlich geringerer Geschwindigkeit, das sieht man glaube ich auch im Video, als bei dem Roomba, sich drehen. Es gibt außerdem keine Raum-zu-Raum-Navigation. Ich glaube, das ist auch dem letzten jetzt mittlerweile klar. Dieser Roboter hier fährt nicht im Zickzack-Prinzip, sondern nach einem bestimmten System den Raum ab. Oder beziehungsweise er fährt im Zickzack, aber halt nicht so random wie der Roomba, sondern wirklich in ganz regelmäßigen Schritten. Und ganz am Ende reinigt er dann beim Komplettreinigungsmodus noch einmal die Kanten. Das ist an sich alles ganz praktisch. Er hat auch von der Zeit her, das seht ihr hier im Hintergrund, deutlich besser abgeschnitten als der Hire, ist auf einmal nach 5 oder 6 Minuten fertig gewesen, auch wenn das Reinigungsergebnis natürlich nicht hundertprozentig ist, aber er hat nun mal seinen Zyklus für beendet erklärt. Trotz allem muss ich sagen, dieses regelmäßige Zickzack nach Systemfahren macht ihn irgendwie relativ empfindlich bei Hindernissen. Ich glaube, der Standardbegriff für alle, die schon mal mit einem Staubsaugerroboter zu tun hatten, ist da zum Beispiel der Poeng-Sessel. Und da geht er einfach mal wieder von alleine an. Das macht er übrigens auch ganz gerne. Das Problem ist halt einfach kleinere Kanten, Wäscheständer oder wie gesagt der Poeng-Sessel von IKEA, aber auch einfach kleinere Stufen, irgendwelche Erhebungen im 1 bis 1,5 cm Bereich, die der Roomba einfach voller Wucht genommen hat, wo man eigentlich auch dachte, naja, dafür sind die Reifen doch da, die können sowas doch, stellen ihn relativ schnell vor Probleme und dementsprechend auch vor ein unüberwindbares Hindernis, das aber ärgerlicherweise dazu führt, dass er gerne mal relativ schnell
nach dem Start die Reinigung wieder beendet. Und dann guckt man in die App irgendwann so unterwegs oder auf der Arbeit und denkt sich, warum ist denn der Roboter offline? Eigentlich müsste er doch jetzt gleich mal langsam zurück an der Ladestation sein. Und wenn man nach Hause kommt, sieht man, aha, er steht wieder mitten im Raum und gefühlt ist er so von der Distanz zur Ladestation her wahrscheinlich gerade mal 10 Minuten unterwegs gewesen. Ist sehr ärgerlich, aber das geht einem wahrscheinlich bei allen Robotern in dieser Preisklasse so. Die sind einfach nicht so variabel, so flexibel, was das System angeht. Von daher muss man sich damit vielleicht abfinden. Bedienungsanleitung hatte ich jetzt oft genug gesagt, 2 in 5 Sprachen vorhanden, aber in allen 5 Sprachen schlecht. Die App ist sehr puristisch in Design und Funktion, wird aber, muss ich jetzt im Nachhinein noch dazu sagen, da sich da vor 2 Tagen erst was ergeben hatte, regelmäßig scheinbar mit Updates versorgt. Das sehen wir natürlich sehr, sehr gerne. Staubbehälter, ob der jetzt klein oder groß ist oder mittel, das muss jeder selber wissen. Da kommt es halt immer darauf an, was man da so als Vergleich heranzieht. Und die Wi-Fi-Anbindung war zumindest am Anfang relativ träge und auch etwas problembehaftet. Da muss ich aber auch wieder positiv hervorheben, hat der Kundenservice von Procynic sich sehr schnell mit mir schriftlich auseinandergesetzt und hat diese Serverprobleme da nach einem App-Update wohl auch selber bemerkt und diese dann sofort als die Hauptursache für das Problem erkannt. Mittlerweile alles behoben, es gab ein weiteres Update vor 2 Tagen und jetzt konnte ich mich hier problemlos anmelden. Und das Ganze läuft übrigens hier auch nur über E-Mail. Das heißt, ihr könnt euch irgendeine Wegwerf-E-Mail besorgen und habt diesen Roboter quasi in eurer App angemeldet und könnt den dann dort fernsteuern. Was die Konkurrenz angeht, da habe ich bei dem letzten Roboter schon das Wichtigste gesagt. Die Konkurrenzprodukte sind bekannt. Wir haben wieder, den Haier gewissermaßen, dann die 600er-Serie von iRobot, also dem Roomba. Und natürlich die EcoVax Robotics, der ja mit seinen gerade mal 56 Dezibel extrem leise ist, extrem leicht und auch nur 7,6 cm flach, während der hier eher die Standardabmaße hat. Was fehlt ihm sonst? Die Kamera im Vergleich zum Haier finde ich jetzt nicht so erwähnenswert, habe ich bei dem anderen schon gesagt, ist für mich eher eine Spielerei. Und dass die Fehlermeldungen vielleicht auch in der App erklärt werden sollten per Push-Benachrichtigung. Das fand ich wiederum bei dem anderen eigentlich relativ cool gelöst. Trotz allem fand ich das Reinigungsergebnis und dieses deutlich besser erkennbare System bei der Reinigung sehr erwähnenswert. Und da die beiden, die ich jetzt hier testen durfte, sich preislich in genau der gleichen Region befinden, muss ich einfach das Plus an den Procynic hier geben. Vor allem, ich habe es hier nochmal ganz kurz zum Vergleich, das ist also sein Staubpad und das hier ist das, was der Haier benutzt. Also da kann man sich den Effekt auch gleich selbst ausrechnen. Lieferumfang und so weiter sind wir jetzt lange genug drauf eingegangen, deswegen soll es das erstmal wieder gewesen sein. Ist es von meiner Seite eine Kaufempfehlung? Ja, für nicht allzu anspruchsvolle Wohnungen, für Leute wie immer, die vielleicht nicht zu sehr auf die Saugleistung, sondern eher auf diese Mopping-Funktion hier bauen oder angewiesen sind und die dementsprechend auch dieses Pad hier vielleicht mehr nutzen können. Denn im Staubsaugerbereich, da bleibe ich dabei, sollte man sich vielleicht eher auf ein etwas teureres Modell berufen. Gerade wenn man viele Teppiche, Läufer, hochflorige Teppiche hat, dann ist der hier einfach, das hört man einfach auch schon an seiner geringen Lautstärke, von der Reinigungskraft her nicht wirklich mit den 5 bis teilweise 1000 Euro Modellen vergleichbar. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Preis-Leistung stimmt, deswegen ja, Kaufempfehlung für die gerade angesprochene Zielgruppe und Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Fragen und Anregungen unten in die Kommentare und ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Nerdytech mit einem weiteren Unboxing oder Review. Euer Jens von Nerdytalk.